Buzzcut ist nicht gleich Buzzcut und aus dem Grund spreche ich heute über die wichtigsten Buzzcut-Styles, die du auf jeden Fall kennen solltest. Leute, ich sage es immer wieder, auf die kleinen, aber feinen Unterschiede kommt es manchmal an. Und das trifft auch auf den Buzzcut zu. Denn wenn du dir mal deine Murmel da oben rasieren möchtest, dann kommt es auf die kleinen, aber feinen Unterschiede an, die den unterschiedlichen Style ausmachen. Und heute spreche ich über die wichtigsten Styles, die du auf jeden Fall kennen solltest, wenn du dir mal einen Buzzcut rasieren möchtest. Starten möchte ich mit dem Zero Buzzcut. Und ja, Leute, der Name ist Programm. Zero heißt hier an dieser Stelle auch Zero. Die meisten Leute denken, dass dieser Buzzcut einfach ohne Aufsatz rasiert wird. Das ist aber falsch gedacht, denn Zero heißt hier tatsächlich bis auf die Haut. Heißt, die Haare werden komplett runter rasiert, entweder mit einem Nassrasierer oder mit einem speziellen Rasierapparat. Heißt, man arbeitet hier nicht mit dem Clipper, sondern tatsächlich mit einem Rasierapparat oder mit einer Nassrasur, damit man diesen Look auch so hinbekommt, wie man ihn jetzt hier sieht. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson oder auch Vin Diesel, die diese Frisur schon jahrzehntelang rocken. Und das Schöne an dieser Frisur bzw. an diesem Look ist halt folgender. Wenn du zum Beispiel unter sehr starkem Haarausfall leidest und keinen Bock hast auf einen Hubschrauberlandeplatz oder auf mega krasse Geheimratsecken oder auf so einen Kranz, dann rasierst du dir den Kopf einfach kahl und dann hast du kein Problem mehr. Das Schöne daran ist auch, dass man diesen Look einfach selber machen kann. Man muss nicht extra zum Barber gehen. Man kann sich einfach den passenden Rasierapparat nehmen. Es gibt tatsächlich so richtig passende Rasierapparate genau zum Rasieren der Murmel. Ja? Also wirklich, das sind ganz spezielle Dinger mit so drei verschiedenen Köpfen. Oder du nimmst einfach ganz einfach den Nassrasierer und rasierst dir damit einfach die restlichen überstehenden Haare einfach weg. Machen wir weiter mit dem wohl bekanntesten Buzzcut überhaupt, und zwar dem Induction Buzzcut. Warum Induction Buzzcut? Der Induction Buzzcut ist aus dem Militär bekannt geworden, denn zur Einweihung ins Militär mussten die neu rekrutierten Soldaten ihre Haare komplett raspelkurz auf eine Länge runterrasieren lassen und deshalb Induction Buzzcut. Und der Induction Buzzcut, der hat ungefähr so eine Länge von 0,5 mm bis 1 mm, 1,5 mm vielleicht noch. Das ist so die Länge eines Induction Buzzcuts. Und der Induction Buzzcut kann jetzt tatsächlich auch mit einem Clipper ohne Aufsatz rasiert werden, denn dann hat man ungefähr eine Länge von 0,5 mm mit den Haaren. Viele Schauspieler und Sportler haben den Induction Buzzcut schon gerockt und meistens wird der getragen mit ganz, ganz kurzen Bartstoppeln. Also die Barthaare sind eigentlich genauso lang wie die Kopfhaare und auch dieser Look ist super pflegeleicht. Man kann ihn ganz einfach zu Hause selber machen und braucht nicht extra zum Barber laufen. Der nächste Buzzcut-Style ist der Burr Buzzcut. Der ist identisch wie der Induction Buzzcut. Nur hier ist es so, dass die Haare einfach ein bisschen länger getragen werden. Also eben hatten wir ungefähr so eine Länge von 0,5 bis 1,5 mm und jetzt geht die Länge von 1,5, sagen wir mal, bis 3 mm weiter. Und bei dieser Länge hat man sogar jetzt schon die Möglichkeit, dass man die Haare zum Beispiel auch färben kann, wie das zum Beispiel David Beckham gemacht hat. Aber grundsätzlich ist es einfach hier so, dass die Haare auch noch überall auf eine Länge sind, einfach nur ein bisschen länger. Wenn du zum Beispiel mit dem Induction Buzzcut startest, dann bist du 2 Wochen später ungefähr beim Burr Buzzcut. Und auch der Burr Buzzcut wird oftmals mit Bart kombiniert. Und auch hier ist es so, dass die Barthaarlänge meistens identisch ist zu der Haarlänge. Heißt, wenn du hier auf dem Kopf so ungefähr 3 mm hast, dann kannst du auch im Gesicht einfach einen schönen 3-Tage-Bart stehen lassen, beziehungsweise auch einen etwas längeren 3-Tage-Bart. Das in Kombination sieht wirklich cool und lässig aus. Jetzt wird's crispy, Leute. Und zwar machen wir weiter mit dem Lined Up Buzzcut. Der Lined Up Buzzcut ist gerade bei den Afroamerikanern sehr beliebt, denn die Outlines bei diesem Buzzcut werden richtig schön akzentuiert. Heißt, die Konturen bei dem Buzzcut kommen sehr gut raus. Die Kontur zwischen Haare und Haut. Bei Afroamerikanern sieht man auch den Unterschied sehr krass. Zum Beispiel Jay-Z, der trägt ganz oft seine Haare so oder auch Kanye West. Und das Ganze sieht einfach wirklich on fleek aus. Bei mir ist es halt so, mein Barber macht das zum Beispiel auch bei mir. Der macht die Outlines, zieht die Outlines mit einem Rasiermesser, dass das auch wirklich schön akzentuiert ist. Aber der Kontrast kommt bei mir bei deutschen Kartoffeln mit hellen Haaren und einer hellen Haut natürlich nicht so gut raus wie bei einem Afroamerikaner. Gar keine Frage. Aber man hat hier einen kleinen Nachteil, wenn man das so crispy macht und die Outlines so akzentuiert. Das Ganze wächst natürlich schnell raus und gerade bei Afroamerikanern sieht man dann halt auch schnell, dass es wieder rausgewachsen ist. Aber Leute, ich finde, es ist ein mega cooler und lässiger Look und hätte ich die Hautfarbe und würde der Kontrast bei mir noch besser rauskommen, würde es mich auf jeden Fall freuen. Kommen wir zu der wohl aktuell beliebtesten Variante des Buzzcuts, die von den meisten Leuten aktuell auch so in der Form getragen wird, und zwar zu den
Fade Buzz Cuts. Ich unterscheide jetzt hier nicht zwischen den unterschiedlichen Fades, das könnte man an dieser Stelle nochmal machen, aber einfachheitshalber sagen wir einfach mal Fade Buzz Cuts, denn es gibt zum Beispiel ein Zero Fade, ein Tapered Fade etc. Jeder kann das natürlich so handhaben, wie er möchte. Bei den Fade Buzz Cuts ist es so, dass ein Übergang in die Haare reinrasiert wird, also ein Übergang von zum Beispiel den Barthaaren über die Haut bis ins Kopfhaar wieder rein, dass einfach so ein schöner, fließender Übergang entsteht, auf Englisch Fade. Und das Schöne daran ist, dass man so halt auch der Kopfform ein bisschen schmeicheln kann. Heißt, mit diesen Fades kannst du auch so ein bisschen das Ganze anpassen auf die Kopfform. Der eine hat zum Beispiel einen etwas breiteren Kopf, der andere einen etwas schmaleren Kopf. Und so hat man hier so ein bisschen die Möglichkeit, die Proportionen einfach so ein bisschen auszubalancieren. Diese Fades werden meistens so getragen, dass auch Bart getragen wird. Heißt, man hat so einen Übergang zwischen Barthaaren, Haut und Kopfhaaren. Das ist so die gängigste Kombination. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Fade-Arten, verschiedene Fade-Varianten. Der eine trägt so, der andere trägt so. Auf jeden Fall finde ich die Kombination sehr cool und lässig. Der einzige Nachteil an diesen Fade-Frisuren ist halt folgender. Man kann sich einfach so eine Fade-Frisur nicht selber rasieren. Es sei denn, du bist selbst ausgebildeter Barber. Ansonsten wird das relativ schwierig werden. Und du musst halt, um so ein Fade zu bekommen, definitiv den Barber deines Vertrauens aufsuchen. Und das Ganze wächst auch relativ schnell raus. Heißt, nach 2 Wochen musst du allerspätestens wieder zum Barber gehen, wenn du den Fade wieder beibehalten möchtest. Der nächste Buzzcut ist ebenfalls eine Fade-Variante und nennt sich High and Tight Buzzcut. Und bei diesem Buzzcut ist es so, dass auch ebenfalls die Seiten sehr kurz gehalten werden und dass das Deckhaar erkennbar länger ist als die Seiten. Und die Kombination wird meistens auch in Kombination mit Bart getragen. Meistens auch sogar mit einem längeren oder langen 3-Tage-Bart. Diese Variante eignet sich vor allen Dingen für die Leute, die ein sehr rundes Gesicht haben und unbedingt einen Buzzcut tragen wollen. Denn diese Variante gibt einfach die Illusion, dass du einfach ein etwas ovaleres Gesicht hast, aufgrund dessen, weil einfach das Deckhaar erkennbar länger ist und du möglicherweise auch noch einen Bart hast und das zieht einfach das Gesicht so ein bisschen in die Länge. Heißt, man versucht natürlich immer mit der Frisur und auch mit dem Bart das Gesicht so ein bisschen auszubalancieren, dass man ungefähr auf die perfekte Gesichtsform kommt und das ist halt die ovale Gesichtsform. Bei diesem Buzzcut-Style hast du einfach die Möglichkeit, so ein bisschen mehr zu spielen und hast einfach auch ein bisschen mehr Haar zur Verfügung. Und wie du gerade schon mitbekommen hast, der Style ist halt eine Fade-Variante und grundsätzlich ist es halt so, dass man auch alle Styles miteinander kombinieren kann und miteinander variieren kann. Heißt, du könntest zum Beispiel ein Zero Fade High and Tight Lined Up Buzzcut mit einem längeren 3-Tage-Bart tragen. Gar kein Problem. Heißt, du hast einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Also Leute, abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, dass es wirklich unzählige verschiedene Möglichkeiten gibt und dass es eigentlich auch gar keine Grenzen gibt und dass man alle Styles und Kombinationen miteinander so variieren kann, wie man Lust und Laune hat. Das sind aber die wichtigsten Styles, die ich euch nicht vorenthalten wollte und falls ihr euch irgendwann mal die Mummel rasieren möchtet, wisst ihr jetzt hoffentlich, in welche Richtung es gehen soll. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.